Hey, herzlich willkommen bei Me and Me Dog TV. Ich bin Jenny und heute geht es um das Thema Leinführigkeit. Die kleine Maus, die ihr hier sehen könnt, das ist die Jackie. Die könnt ihr auch in einigen anderen Videos von uns schon sehen. Wie zum Beispiel, Welpe weiß, wie kann man es abgewöhnen und wie man einen überdrehten Hund beruhigen kann. Da hat die kleine Jackie auch schon mitgespielt. Ja. Die Jackie ist heute dabei, einfach aus dem Grund, wenn ich mit der Mia alleine die 5 Methoden euch zeige, brauche ich wahrscheinlich 3 Tage, weil die Mia einfach, sobald ich sie 2-3 Mal korrigiert habe, mich nicht mehr überholt und ich dann ja abbrechen kann mit dem Drehen. Die Jackie ist, wie ihr sehen könnt, ein kleines bisschen aufgedrehter und ein bisschen wilder. Von dem her, wenn jetzt die Sonne nicht gleich untergeht und ich Glück habe, schaffe ich es euch noch. Alle 5 Methoden, wie man dem Hund die Leinführigkeit ein bisschen beibringen kann, zu zeigen. Labern wir nicht groß rum, los geht's! Wenn dein Hund noch nicht sicher abrufbar ist, ohne Leine, dann solltest du verschiedene Leinen für verschiedene Situationen benutzen. Wenn dein Hund noch nicht sicher abrufbar ist oder du ihn aus anderen Gründen nicht ganz frei laufen lassen kannst, dann ist es gut, Unterschiede zu machen, wenn du deinem Hund ein bisschen mehr Freiheiten geben möchtest, wenn er rumschnüffeln soll. Ansonsten auch sein Geschäft erledigen soll, dann bietet sich hierfür eine Flexileine oder eine Schleppleine bestens an. Möchtest du allerdings lieber, dass dein Hund bei dir in der Nähe bleibt, dann empfiehlt sich eine Führleine. Mit dieser hat dein Hund einen deutlich kleineren Radius und muss näher bei dir bleiben. Selbstverständlich sollte die Führleine immer locker und nicht angespannt sein, sodass es für den Hund angenehm ist, bei dir zu bleiben. Bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran, denn am Ende des Videos habe ich noch ein Gewinnspiel für euch. Methode Nummer 1. Arbeiten mit Futter. Bei den Leckerlis solltet ihr auf jeden Fall immer darauf achten, dass ihr hochwertige und sehr gut riechende und natürlich wohlschmeckende Leckerlis nehmt, sodass euer Hund auf jeden Fall sehr interessiert ist. Ich habe jetzt hier für das Video von Fleischeslust Meat and Treat Single Shot, das sind so Würstchen. Die kann man wirklich sehr schön schneiden, die sind sehr schnittfest und kann man auch im Kühlschrank länger noch aufbewahren. Und die Hunde stehen total drauf. Wenn ich die dabei habe, habe ich eigentlich immer alle Hunde bei mir an der Tasche kleben. Wenn du die Aufmerksamkeit eines Hundes über Futter versuchst zu bekommen, dann wirst du sie zwar sehr schnell bekommen, aber die Aufmerksamkeit gilt leider auch ausschließlich dem Futter und weniger dir. Gerade aufgeregte Hunde wie unsere Jackie hier können daher noch schneller aufdrehen und man muss den Hund eigentlich mehr korrigieren, als man es ohne Leckerlis hätte tun müssen. Man sieht hier sehr schön, dass ich sie immer wieder erstmal an die Stelle dirigieren muss. Natürlich habe ich Leckerlis dabei in der Hand. Sie versucht sie mir durchspringen, durchstupsen aus der Hand zu nehmen. Aber da das natürlich nicht das Verhalten ist, was ich von ihr sehen möchte, gebe ich ihr noch nichts. Sie läuft jetzt weiter hinter mir her und ist schon ein klein bisschen weniger. Sie setzt sich hin, sie versucht rauszufinden, was sie machen soll. Ich halte das Leckerli immer wieder nach unten, damit sie einfach bei mir bleibt. Und sobald sie das erste Mal ruhig neben mir schaut, ruhig neben mir ist und mal mich anschaut, dann bekommt sie auch ein Leckerli. Läuft der Hund dann etwas ruhiger neben dir, kannst du auch auf etwas längeren Blickkontakt bestehen und somit die Leckerlis, die du verbrauchst, weniger werden lassen und den Hund immer länger dazu bringen, bei dir zu bleiben, dich anzuschauen und ja, für weniger Leckerlis mehr zu machen. Wie man sieht, ist die Mia zwar aufmerksam, aber man sieht es aus meinem Blickwinkel etwas besser. Sie schielt doch etwas mehr auf meine Tasche als wirklich in meine Augen. Mia hat halt gelernt, sobald ich sie anschaue, dass sie mir den Blickkontakt erwidern soll und sie weiß, dass sie dann dafür das Leckerli bekommt, deswegen geht das bei ihr relativ schnell. Methode Nummer 2. Stehen bleiben und warten.
wird von Hundetrainern empfohlen, sobald der Hund zieht, stehen zu bleiben und erst, wenn die Leine sich wieder entspannt, weiterzugehen. Im besten Fall kann man einen aufgeregten Hund so wieder etwas ruhiger werden lassen. Allerdings reißt damit auch schnell die Geduld des Halters, da wir ja meist gerne irgendwo ankommen wollen. Oft ignoriert wird auch, dass der Hund überholt und wenn er dann vorne ist, wundert man sich, dass er nicht mehr auf einen achtet. Methode Nummer 3. Schnelle Richtungswechsel. Beim schnellen Richtungswechsel geht es darum, mit dem Hund zu kommunizieren und nicht, wie ihr hier seht, ihn einfach in eine Richtung mitzuziehen, sondern ihr sollt selbst dynamisch sein, mit Handzeichen und Körpersprache mit eurem Hund kommunizieren und ihm zeigen, was er tun soll, in welche Richtung er gehen soll. So erreicht ihr, dass euer Hund mehr oder weniger gezwungen ist, sich auf euch zu fixieren und auf euch zu achten, was ihr wollt, wo ihr hingehen wollt, weil ihr einfach deutlich unberechenbarer werdet. Methode Nummer 4. Das Ausbremsen bzw. Blockieren. Das Ausbremsen ist eine sehr effektive Methode, weil Hunde untereinander sich genauso ausbremsen bzw. blockieren, wenn sie nicht möchten, dass ein anderer sie überholt. Der Hund sollte dabei an kurzer, lockerer Leine laufen und sich nicht zu weit von ihm entfernen. Wie kann man ausbremsen? Du kannst ihn mit dem Körper oder auch mit Hilfe von Gegenständen in deiner Umgebung, ich hatte jetzt leider keine hier, versuchen, ihm den Weg abzuschneiden oder dich vor ihn zu stellen. Du kannst ihn je nach Größe mit deiner Hand oder dem Bein blockieren und dies Ganze mit einem Abbruchssignal verknüpfen. Methode Nummer 5. Das Abbruchssignal. Methode Nummer 5, das Abbruchssignal, bringt eigentlich am meisten, wenn ihr mit dem Blockieren schon ein bisschen geübt habt und der Hund darauf auch reagiert und ihr beim Blockieren das Abbruchssignal schon eingeführt habt, dann könnt ihr es irgendwann wirklich ganz auf das Abbruchssignal beschränken. Ich gebe mir das jetzt mal und probiere es mal mit beiden Hunden. Nur mit Abbruchssignal, mal schauen, ob es was wird. Jeder Hund ist anders. Darum hilft auch nicht jede Methode bei jedem Hund gleich gut. Am besten versuchst du einfach mal die Methode, die dir am besten zusagt, aus und schaust, wie dein Hund reagiert. Ich persönlich bevorzuge bei mir eine Mischung aus verschiedenen Methoden, je nachdem, wie sie gerade drauf ist, wer uns begegnet und wie die Situation gerade ist. Aber im Endeffekt finde ich alle Methoden gut, bis auf die Leckerli-Methode, die solltest du wirklich nicht als dauerhafte... Hey, weg hier! Bis auf die Leckerli-Methode, die solltest du wirklich nicht als dauerhafte Methode, sondern nur gerade am Anfang zum Trainieren benutzen. Ihr habt es ja gesehen, ich habe blöderweise gerade mit dieser Methode angefangen und gerade die kleine Jackie, die war ja von Anfang an nur noch auf meine Tasche fixiert und auf die Leckerlis und hat leider gar nicht so sehr das Verhalten gezeigt, wie sie sonst macht. Weswegen ich sie eigentlich mitgenommen habe, kommen wir zum versprochenen Gewinnspiel. Und zwar könnt ihr die Leckerlis, die ich im Video benutzt habe, gewinnen. Und zwar einmal für alle Fischliebhaber mit 100% Lachs und für alle Geflügelliebhaber mit 100% Geflügel. Ja, zwei Würstchen, das war natürlich noch nicht alles. Für die, die ein bisschen größere Hunde haben, für die so ein kleines Trainingswürstchen nicht ausreicht. Die sind übrigens 80 Gramm, ein so ein Würstchen. Habe ich auch noch dieselben Sorten in groß.
Das sind 200 Gramm. Könnt ihr auch jeweils einmal gewinnen. Und weil ich die Marke, also die Firma wirklich so toll finde und man die nicht überall findet, möchte ich euch auch mal das Hundefutter von denen zeigen. Das gibt es auch in Wurst. Das ist wirklich, ja, man kann es vergleichen von der Konsistenz her wie Dosenfutter. Das sind 800 Gramm Würstchen. Davon habe ich nicht nur dieses eine mit Rotwild, sondern ich habe auch noch Pferd. Dann gibt es aber nicht nur Pferd, sondern für alle Geflügelliebhaber einmal 100% Geflügel und 100% Pute. Ich liebe diese Dinger wirklich und ja, als Dankeschön an euch, dass ihr so fleißig kommentiert habt in letzter Zeit, möchte ich euch einfach mal ein bisschen was zurückgeben und euch zeigen, was ich so bevorzuge an Produkten. Also das waren jetzt auf jeden Fall schon mal die Leckerlis und das Futter. Das war aber immer noch nicht alles. Und zwar möchte ich euch auch gerne noch unser absolutes Lieblingsspielzeug zeigen. Das ist der Max Glow. Das ist ein sehr schöner, weicher Ball. Der leuchtet im Dunkeln, gerade jetzt für die kalte Jahreszeit und für den Winter. Absolut zu empfehlen, denn wenn euer Hund mal keinen Bock mehr drauf hat, dann findet ihr ihn auch wieder. Ich schmeiß ihn jetzt einfach mal schauen, was die Mia sagt. Mia! Und ich habe auch noch ein MM für die kleine Jackie. Als Dankeschön, dass sie immer so schön mitmacht bei unseren Videos. Jackie! Jackie! Kommt auf jeden Fall mega gut an. Ja, super. Ja, diesen Ball könnt ihr auch gewinnen. Und zwar, weil ich natürlich an jeden von euch denken möchte und keinen bevorzugen oder benachteiligen will, gibt es diesen Ball in der Größe XL einmal zu gewinnen, in der Größe L, in Größe M und für die ganz Kleinen unter euch natürlich auch in Größe S. Was müsst ihr tun, um beim Gewinnspiel dabei zu sein? Ganz einfach, ihr müsst Abonnent meines Kanals sein. Falls ihr es bis jetzt noch nicht seid, dann abonniert am besten jetzt einmal ganz schnell hier unten meinen Kanal. Und ihr müsst in irgendeinem Video irgendwo einen Kommentar abgegeben haben. In diesem Kommentar schreibt ihr auch dazu, was ihr gerne haben möchtet. Ich habe 4 Sets zusammengestellt. Set 1 ist der XL-Ball, die große Leckerliwurst mit Fisch und das Rotwild. Set Nummer 2, das es zu gewinnen gibt, ist der L-Ball, die große Leckerliwurst mit Geflügel und das Hauptfutter mit Pferd. Set Nummer 3 besteht aus dem M-Ball, dem Hauptfutter Geflügel und der kleinen Fischwurst. Und das 4. Set, das ihr gewinnen könnt, ist mit dem S-Ball, der Geflügeltrainingswurst und der guten Hauptmahlzeit. Wie gesagt, wenn ihr mitmachen wollt beim Gewinnspiel, dann müsst ihr Abonnent sein. Ihr müsst irgendwo in irgendeinem Video einen Kommentar bei mir hinterlassen haben und in diesem Kommentar entweder Set 1, Set 2, Set 3 oder Set 4 dazu schreiben, damit ich weiß, welches Set ihr gerne haben möchtet. Vielen Dank, Leute, bis zum nächsten Mal und lasst euch nicht durch die Gegend ziehen.